Das Wort hat der Abgeordnete Jürgen Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, kaum kann man die Unterschiede in dieser Landesregierung so wahrnehmen in den beiden Reden von dem Herrn von der Frau Müller und von dem Herrn Kasseckert. Da muss ich dann einfach sagen, unterschiedlicher kann man, glaube ich, den Blick auf Wirtschaftspolitik kaum haben. Und, meine Damen und Herren, Frau Müller hat auch gesagt, der Haushalt ist in Zahlen gegossene Politik. Das stimmt. Deswegen sollten wir uns auch gerade mit dem Einzelplan 07, das ist nämlich sozusagen der zweite Teil dieser Landesregierung, intensiv auseinandersetzen und den auch genauer betrachten, weil er ist nämlich nicht nur sozusagen der Einzelplan des Wirtschafts- und Verkehrsministers, sondern auch des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Meine Damen und Herren, hier an dieser Stelle entscheidet sich die Wettbewerbsfähigkeit von Hessen, und es entscheidet sich die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Meine Damen und Herren, Herr Staatsminister Al-Wazir, die Kollegen haben Ihnen das auch schon sozusagen mitgegeben in Ihren Reden. Ein Leitbild der hessischen Wirtschaftspolitik ist nicht zu erkennen. Das, was man erkennen kann, dass Sie einen Schwerpunkt setzen. Das ist vor allen Dingen die Energiepolitik. Sie setzen einen Schwerpunkt bei, ich würde mal sagen, Verkehrsumerziehung. Sie würden wahrscheinlich nicht sagen Verkehrswende. Aber vor allen Dingen setzen Sie einen Schwerpunkt bei der Vermarktung Ihrer Politik. Sie werden nicht müde, Verantwortungen wegzudrücken nach Berlin oder auf Ihre Vorgänger. Aber das, was man Ihnen wirklich nicht nachsagen kann, dass Ihre Eigenvermarktung nicht wirklich hervorragend laufen würde. Das Einzige, was bei Ihnen so richtig gut läuft, sind die PR-Kampagnen. Das muss man sagen, das kann kaum einer Ihnen so gut nachmachen. Und, meine Damen und Herren, wenn ich mir dann das einmal genauer anschaue, Sie schaffen mit der Landesenergieagentur nächstes Jahr im Wahljahr 7,6 Millionen € Budget, vor allem für die Energiepolitik der Landesregierung, um sie zu vermarkten. Sie haben Stellenzuwachs, 13 Stellen zusätzlich geplant. Und, meine Damen und Herren, jetzt ist an der Spitze der Energieagentur nicht etwa ein Physiker, ein Naturwissenschaftler, nein, sondern das ist ein abgewählter grüner Kreisbeigeordneter aus Marburg. Und auf seiner Webseite bewirbt sich der Herr als Experte für politische Kommunikation und Lobbygruppen, als Fachmann für die Umsetzung politischer Programme. Meine Damen und Herren, bei Ihnen steht vor allen Dingen Personalpolitik in den letzten Jahren im Vordergrund im Wirtschaftsministerium. Man muss kein Held sein. Man muss als Chef im Haus nicht derjenige sein, der allerseits beliebt ist. Vielleicht rechnet man auch damit, dass man nur respektiert wird. Aber wer wie Ihr Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, wie sozusagen mit der Axt durch den Walde beim Personal agiert hat, meine Damen und Herren, da wird Personalpolitik wirklich sehr, sehr problematisch. Sie betreiben eine Personalpolitik, die da heißt, wir reißen uns dieses Land unter den Fingernägeln, und sonst gilt nichts. Meine Damen und Herren, Sie brauchen sich ja nur mit den Mitarbeitern im Ministerium mal zu unterhalten. Und das ist ja nicht alleine im Wirtschaftsministerium so. Das ist in anderen Bereichen auch so. Schauen Sie es ruhig an. Meine Damen und Herren, was Herr Al-Wazir als Neues herausgebracht hat, ist das Konzept Sanierung vor Neubau. Inzwischenzeitlich haben wir 120.000 km Staus auf den hessischen Autobahnen. Also, das ist sozusagen Stoßstange an Stoßstange. Meine Damen und Herren, wir finden Geschwindigkeitsbegrenzungen, die scheinbar politisch motiviert sind, die man kaum noch nachvollziehen kann. Die Koalition von Schwarz-Grün redet über Dieselfahrverbote, führt Feinstaub
Plaketten ein und Feinstaubgebiete ein. Meine Damen und Herren, von intelligentem Baustellenmanagement, intelligenter Straßenführung, digitaler Straßenführung sind wir meilenweit entfernt. Ihr Projekt Sanierung vor Neubau endet im Stau. Das haben wir Ihnen immer wieder auch sehr deutlich gemacht. Und jetzt schreibt es Ihnen auch der ADAC ganz neu in die Leviten. Meine Damen und Herren, es ist gesagt worden, Hessen geht es gut. Aber, meine Damen und Herren, vielleicht geht es Hessen nicht immer so gut. Was Sie damit allerdings überlagern, ist vor allen Dingen eine Situation beim Handwerk und mit einer Vergabeordnung, die Sie zu verantworten haben. Es mag jetzt alles überschattet sein, aber die Vergabeverordnung führt, und das Vergabegesetz führt vor allen Dingen dazu, dass sich mittelständische Unternehmen, mittelständische Handwerksbetriebe nicht mehr in der Lage sehen, an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen. Das kann man jetzt machen, das kann man jetzt so gewollt haben, aber was Sie beim Handwerk dann zumindest auch einmal in Erwägung ziehen müssten, wäre dann die Frage, wie gehen Sie eigentlich mit der Fachkräftesicherung um? Diese Landesregierung, dieser Wirtschaftsminister, einer der größten Herausforderungen ist einmal die Frage Energie, aber eben auch der Bereich Fachkräfte. Da tun Sie nichts. Wie wäre es denn z.B. wieder in eine Verbundausbildung einzusteigen oder aber auch den Vergabeerlass so zu machen, dass die Spielräume, die wir auch gemeinsam einmal gegeben haben, den Kommunen dann auch tatsächlich genutzt werden, damit aus diesem Vergabegesetz vielleicht wieder ein mittelstandsfreundliches Gesetz werden könnte. Meine Damen und Herren, beim ÖPNV auch hier gilt, wenn man das so will, wie Sie das, ich will das ja alles gar nicht kritisieren, man kann ja so einen Politikansatz fahren, aber wenn Sie immer mehr Menschen dazu bringen, dass sie den ÖPNV nutzen, müssen Sie als Erstes die Infrastruktur dafür umbauen und ausbauen. Meine Damen und Herren, ich bin eigentlich ganz überrascht, aber ich kann Frau Wissler an dieser Stelle recht geben. Hier gilt es vor allen Dingen, mit Qualität erst einmal zu arbeiten und nicht mit kostenlosen Beförderungen. Hier gilt es vor allen Dingen, in Qualität zu arbeiten, dass die Bahn pünktlich kommt, dass man mehr Kapazitäten hat, dass man die Bahn hier vernünftig ausbaut. Meine Damen und Herren, das wäre zuerst zu machen und nicht erst einmal nur die Nachfrage zu vergrößern. Und bei der Frage Radwege, Frau Müller, ich habe Ihnen genau zugehört, aber wo Sie die Steigerungen dann haben, weiß ich nicht. Also, Sie stellen genauso gleich ein Haushaltsmittel für den Radwegebau ein. Das hat ja meine kleine Anfrage bei der Landesregierung ergeben. Das sind genau die gleichen Mittel wie die anderen Jahre zuvor. Ich weiß nicht, was Sie meinen, ob Sie die Kampagne zu Fuß gehen damit gemeint haben oder was, meine Damen und Herren. Aber dass die GRÜNEN jetzt die großen Radfahrer-Auswegpartei werden, das kann man doch wirklich nicht sagen. Herr Al-Wazir, Sie haben dann auch noch bei dem Bundesstraßenbau 30 Millionen € zurückgegeben. Sie wollen uns immer wieder die Legende erzählen, dass Sie der bessere Straßenbauminister sind. Ich könnte ja mit so einer Botschaft leben, dass Sie der bessere Straßenbauminister in Hessen sind. Ich weiß nicht, ob das Ihre Wähler so gewollt haben, dass Sie der bessere Straßenbauminister sind. Da habe ich meine Zweifel. Aber, meine Damen und Herren, de facto tun Sie ganz etwas anderes. Der Bund will bis 2030 über 8,2 Milliarden € in die Autobahnen und in die Bundesstraßen investieren. Meine Damen und Herren, Herr Al-Wazir legt 40% der Projekte für Hessen einfach damit aufs Eis und verhindert damit auch Anschlussinvestitionen in Höhe von 2 Milliarden €. Meine Damen und Herren, das Konjunkturprogramm sieht anders aus. Und wenn man vordringlich Straßen bauen will in Hessen, Herr Al-Wazir, dann müssten Sie auch vordringlich Straßen planen. Und deshalb, weil wir das wollen, werden wir in den nächsten zwei Jahren unseren Haushaltsantrag, den haben wir dann eingebracht, um 67 Millionen € erhöhen, damit wir dann auch unter anderem auf private Planungskapazitäten zurückgreifen können. Und, meine Damen und Herren, ich erlebe dann jetzt auch die Diskussion um Hessenmobil. Der Staatssekretär hat ja dazu informiert. Aber, Herr Kasseler, ich muss Ihnen sagen, Ihre Analyse bei Hessenmobil ist leider falsch. Weil, wenn Sie sich den Stellenplan mal genau anschauen, müssen Sie leider feststellen, dass auch die Landesregierung in den nächsten Jahren 40 Stellen bei Hessenmobil weiter abbauen will. Also, ein Paradigmenwechsel ist das nicht.
Und dann hätte ich mir auch mal gewünscht, Sie hätten etwas dazu gesagt, wie denn die Zukunft von Hessen-Mobil aussehen soll. Wie wollen wir denn Hessen-Mobil zukunftssicher aufstellen? Wie wollen wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Perspektive geben? Gibt es z.B. Bereiche in den nachgelagerten Landesbehörden, die dann auf Hessen-Mobil übertragen werden können? Hier wären wirklich einmal Ansätze zu suchen. Hier hätte der Wirtschaftsminister und Verkehrsminister mal wirklich etwas zu sagen können. Da sind viele Menschen, die denn doch da auch auf eine Antwort warten. Nein, meine Damen und Herren, wir müssen dann leider lesen, dass 45 der hessischen Landesstraßen in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand sind. Trotzdem will diese Landesregierung noch nicht einmal mehr so viel Mittel in den Landesstraßenbau einstellen, damit zumindest dieser Wertverzehr dann dargestellt wird. Es werden noch nicht einmal mehr die Abschreibungen eingestellt. Kollege Lenders, bitte denken Sie an die Redezeit. Ich denke an die Redezeit, vor allen Dingen an meine Kollegen. Meine Damen und Herren, in der kursorischen Lesung hat der Kaufmann darauf angesprochen. Herr Kaufmann ist jetzt im Moment nicht da. Ich war mich an dieser Stelle überraschend einig mit dem Kollegen Kaufmann. Wenn das so wäre, dass der Herr Kaufmann dem auch Taten lassen folgen würde, würde er sich dafür einsetzen, dass dem Antrag, 140 Millionen € für den Landesstraßenbau einzustellen, dann würde er sich dafür einsetzen, dass auch die Koalitionsfraktionen dem zustimmen. Allein es fehlt mir der Glaube. Zur Industriepolitik ist schon vieles gesagt worden. Ich würde es wünschen, der Wirtschaftsminister würde zur Industriepolitik mal ein klares Bekenntnis abgeben. Übrigens hatten das die Fraktionen, die Oppositionsfraktionen, nicht miteinander abgestimmt, aber unisono scheint der Wirtschaftsminister gerade, was die Industriepolitik hat, ein großes Defizit zu haben. Vielleicht mal ein klares Bekenntnis, dass Chemie und Pharma die Schlüsselindustrie sind. Ein klares Bekenntnis dazu, Frau Dorn, dass Opel einer der wichtigsten Arbeitgeber und Unternehmen in Hessen sind. Und Frau Dorn, dann erwarte ich von einem Wirtschaftsminister, dass, wenn Vorgaben aus der EU kommen, dass er nach Brüssel reist und sagt, das gefährdet den Standort. Meine Damen und Herren, das würde ich von einem Wirtschaftsminister erwarten. Aber es deckt sich leider Gottes mit dem, was die EU hat, viel zu sehr mit den politischen Ideen, die ihr Wirtschaftsminister verfolgt. Darum gefährden Sie Arbeitsplätze in Hessen und in der Industrie. Meine Damen und Herren, ich muss an die Redezeit denken. Es wäre noch vieles zu sagen. Aber vor allen Dingen würde ich dem Wirtschaftsminister, weil er eben auch der stellvertretende Ministerpräsident, mitgeben, es sind Wirtschaftspolitik, wenn ich mir alleine darüber nachdenke, welches Bild von Unternehmern bei uns in den Schulbüchern gezeichnet wird. Wenn ich darüber nachdenke, dass Sie als CDU-Grüne ein Zweckentfremdungsgesetz auf den Weg bringen, um Airbnb irgendwo die rote Karte zu zeigen. Wenn ich mir das anschaue, wie dieser Wirtschaftsminister im Grunde mit den Spielhallen umgeht in Hessen, meine Damen und Herren, es ist eben auch eine Querschnittsaufgabe. Und als stellvertretender Ministerpräsident erwarte ich, dass er auch zu den anderen Bereichen, den anderen Ressourcen die Leviten liest, wenn es der Wirtschaftspolitik in Hessen an den Kragen geht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Jürgen Lenders. Das Wort hat der Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was wir von den Kollegen Eckert, Wissler und Lenders gehört haben, war die oppositionelle Pflichtübung. Ich stelle fest, Sie haben weder über die reale Lage in Hessen noch über den Haushalt gesprochen, den wir hier gerade debattieren. Deswegen will ich über die reale Lage in Hessen und über den Haushalt des Jahres 2018/19 sprechen. Es ist viel über die wirtschaftliche Lage gesagt worden. Ich will eine Zahl hervorheben, die mir ganz besonders wichtig ist. Wir haben bei der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Hessen ein Allzeithoch erreicht. Erstmals mehr als 2,5 Millionen Menschen, die einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz haben. Die zweite Zahl, die mir ganz besonders wichtig ist, beim Zuwachs
der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze sind wir auf Platz 2. Nur das Land Berlin ist besser. Und wenn man weiß, wo die herkommen, ist, glaube ich, auch klar, dass das eine sehr gute Nachricht für die Menschen in Hessen ist. Und was ganz wichtig ist, das geht auch einher mit einem Plus an geleisteten Arbeitsstunden. Das bedeutet, es ist nicht so, dass etwa nur Vollzeitarbeitsplätze aufgeteilt werden. Und dritter wichtiger Punkt, das geht auch einher mit Reallohnzuwächsen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist eine gute Nachricht für die Menschen in Hessen. Weil wir müssen uns natürlich Gedanken machen über die Frage, wie die gute wirtschaftliche Lage auch bei immer mehr Menschen im Lande ankommt. Zweiter Punkt. Wir sind bei der Arbeitslosigkeit bei einer Quote von 4,7 deutlich inzwischen wieder unter dem Schnitt der westdeutschen Länder. Auch das ist eine gute Nachricht. Wir haben im Jahr 2017, das ist angesprochen worden, auch große Fortschritte bei der Energiepolitik gemacht. Und da ist es ja ein bisschen auseinandergelaufen. Der Linkspartei geht es zu langsam, der FDP geht es zu schnell. Ich kann nur sagen, ich finde es gut, dass wir das 1000. Windrad in Hessen eröffnet haben, in Anführungszeichen. Ich finde es gut. Ich finde es auch gut, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien weitergeht. Und ich will noch einmal sagen, Herr Lenders, die Landesenergieagentur ist nun wirklich, ich finde das, also man muss ja gewisse oppositionelle Pflichtübungen geschenkt. Aber wenn Sie sich einmal anschauen, was die real machen, letzte Woche die neue Stadthalle in Langen, proppenvoll, über 500 Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen, von Handwerksbetrieben, die sich von der Landesenergieagentur, der Geschäftsstelle Elektromobilität, zeigen lassen, wie man Elektromobilität in den Alltag bringt. Kommen Sie doch einfach einmal vorbei zu den realen Veranstaltungen, dann würden Sie hier nicht so etwas erzählen, Herr Kollege Lenders. Wir kommen bei der Verkehrspolitik voran. Wir kommen bei der Verkehrspolitik voran, meine sehr verehrten Damen und Herren. S-Bahn-Station Gateway Gardens Homburger Damm im Bau, U-Bahn-Europaviertel Frankfurt im Bau, Spatenstich für die S6 Frankfurt-West in Richtung Bad Vilbel nächste Woche Dienstag. Sie sind auch da alle herzlich eingeladen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Regionaltangente West. Die Planung wird konkret. Nordmainische S-Bahn in der Planfeststellung, Schnellbahnstrecke Frankfurt-Mannheim ist vorangekommen, jetzt Stück für Stück. Bei der Frage Hanau-Fulda werden wir im nächsten Jahr in die Debatte kommen. Und ich will noch einmal etwas sagen zur Frage der Verkehrspolitik. Herr Lenders, Sie haben es angesprochen. Was Sie so schwer ertragen, das verstehe ich ja aus Sicht der FDP, ist, dass in jedem Jahr, in dem ich Verkehrsminister bin, mehr Geld in Autobahnen und Bundesstraßen geflossen ist, als in jedem Jahr, wo Dieter Posch und Florian Rentsch im Amt waren. Das verstehe ich ja, dass Sie das schwer ertragen. Ich verstehe das ja. Will aber an dieser Stelle ausdrücklich sagen, mit einer anderen Schwerpunktsetzung, nämlich Sanierung und Erhalt auch der bestehenden Infrastruktur. Und wir haben doch jahrelang in diesem Land über die sogenannte Bröckelrepublik geredet. Wir haben doch jahrelang, ganze Spiegeltitel sind damit gefüllt worden. Jahrelang haben wir darüber geredet. Und das, was in der Vergangenheit nicht gemacht worden ist, das machen wir jetzt. Und ich glaube, dafür haben auch die grünen Wählerinnen und Wähler sehr viel Verständnis, sind auch deutlich dafür. Und ich will, Herr Kollege Lenders, sagen, und natürlich heißt das auch, dass es mehr Baustellen gibt. Wir haben die höchste Baustellendichte inzwischen in Hessen aller Flächenländer. Und das heißt natürlich auch, dass es Verkehrsbehinderungen gibt. Aber wir machen das, damit wir die Infrastruktur erhalten. Und das, was hier immer alle gefordert haben, wird jetzt konkret. Und das ist eine gute Nachricht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Schülerticket ist erfolgreich eingeführt worden. Ich komme da gleich noch drauf. Und bei der Frage der Digitalisierung haben wir viel dazu gewonnen im laufenden Jahr und haben in den nächsten beiden Jahren noch sehr viel vor. Ich will nur so viel sagen. Wir haben letzten Freitag den ersten Geburtstag des Tech-Quartiers gefeiert.
Bei der Eröffnung waren Sie dabei vor einem Jahr, Herr Lenders, wenn ich mich recht erinnere. Wir sind jetzt 2 Jahre in Folge die Region mit dem höchsten Zuwachs an Fintechs in Deutschland. Das heißt, die Start-up-Förderung funktioniert an dieser Stelle. Auch das ist eine gute Nachricht. Ich will noch einen Punkt sagen, Stichwort Flughafen. Wir haben noch nie hat eine Landesregierung so viel an konkreten Lärmschutzmaßnahmen auch rund um den Frankfurter Flughafen umgesetzt wie in den letzten 4 Jahren. Genau so will ich weitermachen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Getreu dem, liebe Kollegin Wissler, was der Kollege Wagner gestern gesagt hat, die 11. Feuerbach-These von Marx gilt auch weiterhin. Philosophen haben die Welt immer nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Es nützt nichts, wenn die Linkspartei immer nur den perfekten Zustand beschreibt, aber niemals irgendeinen konkreten Schritt beschreibt, wie man auch dahin kommen soll. Da halte ich es mit der 11. Feuerbach-These, und Sie müssten noch einmal nachlesen. Bei dem, Zur Energie will ich an dieser Stelle noch einmal sagen, Sie haben ja aus guten Gründen nicht über den Haushalt geredet, weil er einfach gut ist und weil er deswegen nicht in Ihre Weltsicht passt. Wir haben für Projekte des integrierten Klimaschutzplans bei uns im Ressort jeweils 12,5 Millionen €. Wir haben die Förderung der Elektromobilität im Laufe dieser Legislaturperiode versiebenfacht, Herr Kollege Lenders, versiebenfacht. Wir haben zusätzlich die Gelder als erstes Bundesland für ein Förderprogramm für Elektrobusse. Es ist doch kein Zufall, dass die Stadt Wiesbaden als einzige Stadt in Europa einen konkreten Plan hat, wie man die komplette Busflotte elektrifiziert, dass auch Darmstadt in eine solche Richtung ging. Das hat doch etwas damit zu tun, dass wir die Kommunen in diesem Bereich unterstützt haben in den letzten Jahren. Und jetzt kann man das ernten, was wir in den letzten Jahren gesät haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist auch eine gute Nachricht. Wir haben über die Landesenergieagentur habe ich schon gesprochen. Bei der Nahmobilität gehen wir zu. Stichwort abgehängte Regionen, Frau Kollegin Wissler. Wir haben ein Fachzentrum ÖPNV im ländlichen Raum gegründet. Und ich will das an dieser Stelle einmal sagen. Wenn man sich die konkreten Projekte beispielsweise im Odenwald anschaut, garantiert mobil, dann bin ich sicher, dass wir hier gerade bundesweit vorbildliche Projekte. Nein, wir reden dann nicht über Bürgerbusse. Das ist genau das Problem. Sie leben in Ihrer oppositionellen Welt und nehmen überhaupt nicht wahr, was real passiert. Bürgerbusse sind eine Ergänzung, keine Ersetzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Und deswegen will ich das ausdrücklich sagen. Und bei der Planung noch einmal, Stichwort Straßenbau. Wir sind auf einem Allzeithoch, Herr Kollege Lenders, weil Sie gesagt haben, Sie wollen externe Büros beauftragen. Wir sind auf einem Allzeithoch bei der Beauftragung externer. 2018 werden 67 Millionen, 2019 68 Millionen sein. Das ist fast verdoppelt im Vergleich zum Jahr 2014. Zusammen mit den Landesstraßenbaumitteln, die auch steigen werden, das sind ja sozusagen die Gelder, die das Land Hessen selbst ausgibt, werden wir 188 Millionen € in 2019 haben, und das ist eine Summe, die hat es in der Geschichte des Landes Hessen noch nie gegeben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen würde ich an dieser Stelle etwas vorsichtig sein, vor allem wenn man in die Vergangenheit schaut. Aber, und dazu stehe ich, und das finde ich ausdrücklich richtig, wir haben mit diesem Geld eben nicht nur jetzt Neues, in Anführungszeichen, was wir bauen. Wir geben auch da einen Schwerpunkt in den Erhalt der bestehenden Infrastruktur. Der Erhaltungs- und Sanierungsanteil im Landesstraßenbau steigt auf 85%. Und das ist auch gut so, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade dann, wenn man sich über schlechte Landstraßen zu Recht ärgert. Dann muss man aber auch den Mut haben, einen Schwerpunkt in Sanierung und Erhalt zu setzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen
ab 2019 die Entflechtungsmittel mit 3,5 Millionen € aus Landesgeld auf 100 Millionen € erhöhen. Ab 2020 kommen die 100 Millionen € dann auf den Landestopf. Ich bin gespannt, ob Sie dann unserem Mobilitätsfördergesetz zustimmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir haben die Mittel für den Betrieb des ÖPNV um mehr als 20% gesteigert. Und weil hier immer über die Frage geredet wird, man muss dann auch Angebote schaffen, damit die Leute den öffentlichen Personennahverkehr nutzen können. Das stimmt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben Fahrplanwechsel gehabt letztes Wochenende. Sie werden, wenn Sie mal genau hinschauen, sehen, Taktverdichtung, höhere Kapazitäten zwischen den Metropolen Rhein-Main und Rhein-Neckar. Gucken Sie sich an, Riedbahn, Main-Neckar-Bahn. Taktverdichtungen am Wochenende auf vielen Verbindungen in Nordhessen. Nachtverkehr der S-Bahn. Gleichzeitig muss man aber sagen, tagsüber sind wir teilweise wirklich am Rand. Da kann man auch mit noch so viel Geld nicht Zusätzliches machen, weil die Schieneninfrastruktur gar nicht erlaubt, dass man mehr Züge fahren lässt. Und deswegen habe ich so einen Schwerpunkt auf den Ausbau der Schieneninfrastruktur im Rhein-Main-Gebiet gesetzt, weil nur wenn die Schieneninfrastruktur besser wird, werden wir am Ende auch etwas gegen den Stau tun können. Und das genau ist der Unterschied. Wir sagen eben mobiles Hessen 2020, weil wir die unterschiedlichen Verkehrsträger gemeinsam denken. Nur so kann man den Verkehrskollaps vermeiden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, und die Bürgerbusprojekte sind eine Ergänzung, und die sind auch im Doppelhaushalt drin. Und ich bin sicher, dass sie in bestimmten Bereichen, wo man eben keine großen Busse zwischen Ortsteilen fahren lassen kann, wo schon lange nichts mehr fährt, dafür sorgt, dass wieder etwas passiert, aber ausdrücklich als Ergänzung, nicht als Ersatz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen will ich an dieser Stelle noch einmal sagen, wir sind in diesem Bereich gut. Wir steigern auch den Etat, Herr Lenders. Da müssen Sie noch einmal in die Anlage 2 schauen, für den Bau von Radwegen. 4 Millionen € 2017. Wir sind in 5 Millionen € in 2018 und 6 Millionen € in 2019 und haben zusätzlich je 1 Million € in 2018 und 2019 für innovative Radverkehrsprojekte. Und jetzt ein letzter Punkt in diesem Bereich Verkehr zum Schülerticket. Frau Wissler, wir haben die Regeln für die Erstattung nicht geändert. Das galt vorher und das galt nachher. 2 Kilometer weiter entfernt von der Grundschule kriegt erstattet, 3 Kilometer von der weiterführenden Schule kriegt erstattet. Daran haben wir nichts geändert. Das Schüler ja, Moment. Sie bringen das in Beziehung mit dem Schülerticket. Das Schülerticket hat im Gegenteil dafür gesorgt, dass es für 85% der Schülerinnen und Schüler in Hessen, mit Ausnahme der Sonderstatusstädte, das stimmt, aber zeigen Sie mir den Hanauer Schüler, der niemals im Jahr nach Frankfurt fährt. Also, wenn Sie das einmal real sehen, was der auch davon hat, dass er inzwischen übergreifend unterwegs sein kann, dann ist auch das ein Gewinn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben dafür gesorgt, dass es für alle Schülerinnen und Schüler, für alle Auszubildenden mehr Leistung gibt und dass es zusätzlich auch noch für 85% günstiger wird. Also, wenn es eine Gerechtigkeitslücke bei der Erstattung gibt, dann ist sie jetzt geringer geworden, meine sehr verehrten Damen und Herren, und nicht größer. Und ich will Ihnen auch noch sagen, wenn Sie dann sagen, für den Rest, es soll jetzt sozusagen für alle erstattet werden, dann müssen Sie wissen, dass die Verbünde in Hessen über den Schülerverkehr Einnahmen von 180 Millionen € haben. 180 Millionen €. Dann müssten Sie auch einmal sagen, wo dieses Geld herkommen soll, liebe Kollegin Wissler. Das müssten Sie dann auch sagen. Das heißt, Sie sagen, über die die Landesbeschäftigten, Frau Kollegin Wissler, das tut Ihnen vielleicht weh. Die kriegen das nicht umsonst. Das ist Ergebnis einer Tarifvereinbarung. Und wenn Sie einmal schauen, im Februar werden die auch im Februar 0,15% weniger Tariferhöhung bekommen als die im Bereich der anderen 15 Bundesländer. Und bei 150.000 Beschäftigten macht das eine Menge aus. Das heißt, die finanzieren das zum Teil selbst, und zwar der, jetzt hören Sie mir doch einmal zu, Frau Wissler, wenn Sie die ganze Zeit kritisieren. Naja, nee, also, die finanzieren das selbst, das Ergebnis einer Tarifvereinbarung. Und soll ich Ihnen noch einmal was sagen, Frau Wissler? Ich war ja auch dafür,
Ich war ja auch dafür, dass wir in die Tarifgemeinschaft der Länder zurückkehren. Das stimmt. Das hat im Koalitionsvertrag am Ende keine Mehrheit gegeben. Wissen Sie, was wir daraus gemacht haben? Stichwort 11. Feuerbach-These. Wir haben die Situation einfach benutzt und haben jetzt eine Situation, dass die Tarifbeschäftigten in Hessen mehr haben als die in den 15 anderen Bundesländern. So ist Politik, so ist gute Politik, so macht man was draus. Und wenn Sie am Ende jetzt die Tarifbeschäftigten fragen würden, wollt ihr zurück in die Tarifgemeinschaft der Länder? Wollt ihr zurück in die Tarifgemeinschaft der Länder mit dem Ergebnis, dass es kein Hessenticket mehr gibt? Da rate ich Ihnen, fragen Sie die Leute einmal. Ich ahne, wie die Antwort sein wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, letzter Punkt, weil ich bin schon über die Zeit, Stichwort Digitalisierung. Zur Umsetzung der Strategie Digitales Hessen erhöhen wir die Mittel in 2018 um 5,4 Millionen €, 2019 um 7 Millionen €. Es gibt Digitalisierungszuschüsse für kleine und mittlere Unternehmen. Wir fördern Projekte in der Stadt Darmstadt, die mit ihrem Konzept, mit unserer Unterstützung den bundesweiten Wettbewerb Digitale Stadt gewonnen hat. Wir haben Digital-Guides zur Unterstützung von Digitalberatungen für Handwerksbetriebe. Ja, wir fördern auch die öffentlichen WLAN-Zugänge in den Kommunen, 1.000 Hotspots pro Jahr, Stichwort digitale Dorflinde. Und wir haben auch weitere Mittel für den Ausbau schneller Breitbandnetze in Hessen. Und Herr Eckert, das Bild, das Sie gemalt haben, da ist ja irgendwie nach dem Motto, in Hessen lebt man hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Wir sind das zweitbeste Flächenland, was die Breitbandversorgung angeht. Das zweitbeste Flächenland. Ich will Ihnen an dieser Stelle sagen, wir arbeiten daran, dass wir genauso gut bleiben, vielleicht noch ein Stück besser werden. Und dann ziehen wir Ende des Jahres 2018 Bilanz. Ich sage Ihnen, wir sind in Hessen sehr viel besser als andere Bundesländer und deswegen gut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letzter Punkt, der mir wichtig ist. Stichwort Ausbildungsplätze. Sie wissen, dass ich mir viel Mühe gegeben habe, Wirtschaft integriert, Aktionsprogramm Asyl. Wir haben zusätzliche Mittel auch noch einmal im Bereich Wirtschaft integriert in 18 und 19. Und ich bin stolz darauf, dass wir diesen September im neuen Ausbildungsjahr erstmals seit 2011 wieder mehr Azubis haben als im Jahr davor. Es gab immer nur Rückgänge. Alle reden immer dafür, wir müssen für die duale Berufsausbildung streiten. Das Bündnis Ausbildung in Hessen wirkt. Die Förderprogramme im Flüchtlingsbereich wirken. Wir haben erstmals seit 2011 wieder mehr Auszubildende in der beruflichen Ausbildung als im Jahr davor. Das ist eine gute Nachricht für die jungen Menschen und für die Wirtschaft in Hessen. Ich will nur, das ist die Realität. Das ist das, was im Haushalt steht. Ich verstehe ja, dass Sie das nicht loben können, sondern getreu der guten alten Fußballerweisheit, wenn wir das Spiel nicht gewinnen können, dann treten wir Ihnen wenigstens Rasen kaputt agiert haben. Aber selbst das hat nicht geklappt. Das ist ein super Haushalt, und genauso machen wir weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Frau Kollegin Wissler möchte noch einmal das Wort. Bitte sehr. Mikro. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister, das war ja jetzt, dieser Auftritt hat mir ja gezeigt, dass meine Kritik hier offensichtlich gesessen hat. Zumindest haben Sie sich ja hier doch sehr darüber echauffiert. Von daher, ich finde, ich muss ja sagen, dass sich Ihr Auftreten, aber das müssen Sie mit sich selber ausmachen, immer arroganter und unerträglicher finde mit den Jahren. Aber das müssen Sie am Ende mit sich selber klären. Ich finde durchaus, dass man auch einer Regierung angehören kann und trotzdem deutlich machen kann oder zumindest einmal einräumen kann, dass in diesem Land nicht alles gut, schön und super ist, sondern dass man doch deutlich machen kann, dass es natürlich Probleme gibt bei der Gerechtigkeit. Und sich hier hinzustellen, und es ist interessant, welche Wirtschaftsdaten Sie genannt haben und welche Sie nicht genannt haben.
Sie haben beispielsweise kein Wort darüber verloren, dass es über 500.000 Niedriglöhner in Hessen gibt. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das steht im Sozialbericht des Sozialministers. So. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, es ist wirtschaftlich stark, wir haben so viel sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wie noch nie, das haben Sie eben gesagt. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass wir über 500.000 Niedriglöhner haben und es sogar einige Leute gibt, die drei Jobs haben, weil einer nicht reicht. Und ich finde, so etwas kann man doch als Wirtschaftsminister, der auch für das Thema Arbeitsplätze hier zuständig ist, das mal deutlich zu machen und zu sagen, dass es hier ein Problem gibt und dass man nicht einfach sich darüber freuen kann, dass es mehr Arbeitsplätze gibt, sondern es auch um die Frage geht, welche Qualität diese Arbeitsplätze haben. Es kann doch nicht wahr sein, dass Menschen den ganzen Tag arbeiten und am Ende des Monats nicht genug Geld haben, sodass sie dann auch noch zum Amt gehen müssen und aufstockende Leistungen beantragen können. Kein Wort davon. Und das meine ich mit Ausblenden der Realität. Und ich finde auch bei der Frage kostenfreies Schülerticket, natürlich wäre da mehr möglich gewesen. Und natürlich ist es notwendig, deutlich zu machen, dass gerade im Kampf gegen Kinderarmut, bitte wie der Sozialbericht, jedes fünfte Kind in Hessen lebt in Armut. 40% der Alleinerziehenden leben in Armut. Und an der Stelle zu sagen, dass es einfach nicht gerecht ist, wenn die einen, die 2 bzw. 3 Kilometer weit von ihrer Schule wohnen, dass die ein kostenfreies hessenweites Ticket bekommen und die Schülerinnen und Schüler, die knapp davor, die näher an der Schule wohnen, genau das nicht bekommen, also ohne irgendeine soziale Komponente, dass das eine Ungerechtigkeit ist, gerade für Familien, die wenig Geld haben. Das wird man ja wohl mal ansprechen dürfen. Und natürlich hätten Sie die Möglichkeit gehabt, das an dem Punkt auch anders zu ändern, Herr Minister, meine Damen. So, und ein allerletztes, nur weil das ist ja, das kann man so nicht stehen lassen. Herr Wagner hat es ja gestern auch gesagt und Herr Al-Wazir, Herr Minister, Sie eben auch. Ihre Kenntnisse des Marxismus beschränken sich ja leider auf das Vortragen von Kalendersprüchen und reicht darüber nicht hinaus. Gott sei Dank, sagt Herr Pentz, für Sie gilt das Gleiche. Ihr Kenntnisse des Marxismus, es ist vermutlich noch nicht mal dazu da, dass Sie Kalendersprüche vortragen könnten. Aber auch hier, Sie sagen ja immer, wie sagen Sie immer, sinnergreifendes Lesen. Und vielleicht sollten Sie sich mal anschauen, was sonst noch in den Feuerbach-Thesen. Also ich meine, es wäre generell auch nicht schlecht, auch andere Werke des Marxismus zu lesen. Würde ich Ihnen, ist ja jetzt Weihnachtspause, könnten Sie ja mal in sich gehen und ein bisschen Marx studieren. Werde Herrn Wirtschaftsminister auch mal nicht schlecht tun. Aber ich will, wenn Sie sich nur mit den Thesen über Feuerbach beschäftigen, will ich Ihnen, und die 11. These mir immer gerne zitieren, will ich Sie mal mit der 3. These von Feuerbach, die möchte ich gerne mal vortragen. Und das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefasst und rationell verstanden werden. Also, wenn Sie sich auf Marx beziehen und den auch noch gegen uns als Linke ins Feld führen, dann sollten Sie sich darüber bewusst werden, dass, was Marx über die Veränderung der Welt gesprochen hat, er es als eine revolutionäre, kapitalismusüberwindende Sicht der Dinge bestellt hat. So hat er gesagt, muss man Gesellschaft verändern. Von daher, Herr Minister, nehmen Sie sich Weihnachten die Zeit, lesen Sie ein bisschen Marx und kommen Sie hier nicht mit Kalendersprüchen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Die letzte Wortmeldung zum Einzelplan 07. Bevor wir weiterfahren, gebe ich Ihnen mal kurz die Zwischenbilanz. Die CDU hat noch 30,34, die SPD 26,23, die Grünen 28,35, die Linken 21,52, die FDP 25,20, die Frau Kollegin Öztürk hat noch 10 und die Landesregierung 21,51. Ja, gut. Also, das weiß jeder Bescheid. Seht zu, wie einig wird.